Yo, Peace, meine lieben Leute, willkommen auf meinem Kanal und heute erzähle ich dir von meiner täglichen Morgen- und Abendroutine. Aber zuerst das Intro. Ich habe eine tägliche Tagesstruktur von Montag bis Sonntag. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich nicht arbeiten gehe, brauche ich einen geregelten Tagesablauf. Wenn ich nicht arbeiten muss, klingelt mein Wecker um 8 Uhr. Das ist mein Handywecker. Da steht dann Guten Morgen drauf. Oder ich lasse mich mit meinem Lichtwecker wecken. Dann stehe ich, wie gesagt, um 8 Uhr auf. Dann gehe ich ins Bad, mache mich fertig, also Zähne putzen, waschen, Deo drauf und was alles dazugehört. Und dann komme ich wieder in mein Zimmer und dann mache ich meine ersten 10 oder 20 Minuten Home-Training, also Home-Fitness. Meistens immer High-Intensive-Intervall-Training mit dem eigenen Körpergewicht oder Guten-Morgen-Training. Nice. Und dann gibt es ein gesundes Frühstück. Ich frühstücke eigentlich immer dasselbe. Das ist Haferflocken mit Hafermilch, Beeren, einen halben Apfel, eine zerquetschte Banane und Kürbiskerne, Flohsamenschalen und Chiasamen. Ich schreibe mir mein Essen immer auf. Das ist mein Ernährungstagebuch von den Ernährungsdocs. Ich schreibe mir immer die Grams auf, wie viel Gramm ich esse. Ich esse meistens 380 Gramm oder 200 Gramm. Also ich schaue, dass ich nicht so viel esse. Und dann werden erst die E-Mails gecheckt. E-Mails, SMS, WhatsApp, Instagram. Vorher schaue ich gar nicht auf mein Handy. Das interessiert mich gar nicht. Ich stehe ohne Handy auf, weil einen richtigen Tagesablauf beginnt nicht mit dem Handy. Das wird ja auch jeder sagen, der eine Morgenroutine und eine Abendroutine hat. Wenn ich das habe, ist meistens 10 Uhr oder 11 Uhr. Und dann beginne ich das Kochen, wenn ich nicht arbeiten muss. Dann gibt es meistens auch immer ja, dasselbe, weil warum soll ich was anders machen, was mir nicht schmeckt, was ich teilweise dann in den Biomüll schmeiße. Also gibt es immer dasselbe. Es gibt Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Gemüse, sau viel Gemüse muss rein, dann Kokosmilch, das wird alles mit Kokosmilch abgelöscht und dann mit Gescheitgewürz. Ich mache immer das Pommesalz oder auch Hähnchengewürz oder Kurkuma kommt immer rein wegen den Gelenken und Ingwer schneide ich rein. Ich habe einen frischen Ingwer. Also wenn ihr mal wollt, dass ich auch eine Tagesstruktur mache, wo ich euch mitnehme, was ich esse und wie ich esse und wie ich das Ganze mache, abwiegen und immer das Gleiche, dann schreibt es mir unten, dann mache ich das für euch. Und dann warte ich, also um 11, 12 mache ich dann das Mittagessen. Dann warte ich, bis das Ganze ein bisschen abgekühlt ist, weil zu heiß sollte man ja auch nicht essen. Und dann nach dem Essen, das wiege ich dann auch immer ab, 380 oder 280 Gramm. Ich koche auch immer für 2-3 Tage vor. Ich mache so eine Art Meal Preps. Ich glaube, ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Aber mittlerweile habe ich mehr gelernt und mittlerweile kann ich auch bessere Meal Preps machen. Ich schaue halt immer rein, ich schaue halt immer dazu, dass ich was rein tue, was nicht kaputt gehen kann oder was nicht schimmeln kann. Weil vegan kann sowieso nichts schimmeln. Also was nicht schlecht werden kann und was nicht schimmeln kann. Und dann warte ich noch 2 Stunden, also ich schaue dann im YouTube Filme an oder ich habe auch eine Festplatte mit Filmen. Und dann mache ich meine zweite Einheit, High Intensive Interval Training Home Fitness. Entweder nach Oliver Sörstrom, nach PvP, nach The Game Center oder Bully Juice oder Billy Juice. Und das sind meistens dann 30 Minuten oder 40 Minuten. Und da haue ich richtig rein. Meistens, wie gesagt, ich mache immer so High Intensive Interval Training Cardio mit dem eigenen Körpergewicht. Also Hanteln benutze ich zurzeit überhaupt nicht.
weil mir das einfach besser taugt mit dem eigenen Körpergewicht. Und dann, wenn ich die Einheit habe, dann ruhe ich mich wieder aus. Das heißt, dann schaue ich mal einen Film weiter oder in YouTube oder spreche mit Leuten oder zocke ein bisschen auf dem Handy. Was ich zurzeit zocke, das ist Rancoran, das ist ein veganes Game. Du musst halt du bist halt der Kuh und du musst halt deine Freunde befreien und vom Bauern wegrennen. Und der piekst sich dann immer mit der Gabel. Das ist recht witzig, das Spiel, so Art Super Mario. Du musst auch Coins einsammeln und über Hindernisse springen, dich ducken. Also es ist wie Super Mario eigentlich. Also wenn ich nicht gerade trainiere oder mich weiterbilde, dann gehe ich auch mal ab und zu mal spazieren, aber nur eine kleine Runde, weil ich lieber daheim Training mache oder ich gehe einkaufen. Was ich jetzt neu mache, ich gehe mit einem Kassenzettel einkaufen, wie ich es früher von meiner Mutter gelernt habe, weil ich nur das kaufen will, was ich auch wirklich brauche, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe und dass ich, weil wenn es daheim ist, dann esse ich es wieder. Ich bin halt ein Essensaufräumer. Das ist halt nicht toll. Oder ich zeichne zum Beispiel die drei Bilder hier hinten. Das ist die vegane internationale Flagge. Da steht Leben retten, sei vegan. Vegan Power mit dem Arm. Frieden und hundertprozentig vegan. Und da steht, wenn du stark sein willst wie ein Ochse, dann musst du essen wie ein Ochse. Zwischen 17 und 18 Uhr trainiere ich ein drittes Mal. Das sind da meistens so 10 Minuten oder 15 Minuten Bauch, High Intensive Intervalltraining oder Cardio mit dem eigenen Körpergewicht. Und dann lasse ich wenn ich trainiert habe, das dritte Mal, dann lasse ich den Tag ausklingen. Dann wird noch eine Kleinigkeit gegessen, so 200 oder 350 Gramm. Und um 20 Uhr klingelt mein Wecker und dann nochmal um 21 Uhr. Und um 21 Uhr steht da, gehe jetzt ins Bett. Und dann gehe ich auch wirklich ins Bett, dass ich morgen um 8 Uhr wieder aufstehen kann. Das ist jetzt, wenn ich nicht arbeiten muss. Wenn ich arbeiten muss, schaut das ein bisschen anders aus. Da stehe ich um 7 Uhr auf und gehe halt dann in die Arbeit, komme um 14 Uhr oder um 15 Uhr wieder heim und dann mache ich, wie gesagt, ruhe ich mich aus, mache was zum Essen, esse was und dann mache ich eine Einheit, eine Sporteinheit. Die ist dann meistens auch so 15 oder 30 Minuten. Und dann gehe ich wieder um 21 Uhr ins Bett. Das ist mir sehr wichtig, dass ich eine Tagesstruktur habe. Samstag oder Sonntag treffe ich mich meistens mit meinem besten Freund in München. Da gehen wir auch ein bisschen spazieren oder machen zum Beispiel im Englischen Garten Outdoor-Training. Das ist meistens auch recht cool, so 40 oder 50 oder sogar 60 Minuten oder 120 Minuten, je nachdem wie wir Lust haben. Oder wir fahren mit dem Bus und mit der Tram quer durch München, weil jeder von uns hat das 45-Euro-Ticket. Okay, das war jetzt mein Film, wie mein Tagesablauf so ausschaut. Und damit sage ich mal tschüss, hau rein und denk dran, wenn du dich nicht aufhältst, hält dich nicht so niemand auf. Du bist gut, so wie du bist und ich glaube an dich. Also klapp an dich auch. Ciao Kakao! Und ist der Daumen oben, dann werde ich dich loben. Und bitte schreib mir unten hin, hast du eine Tagesroutine oder wie schaut es bei dir aus? Okay, ciao!